Wie muss der Wahlvorstand die Wahlvorschlagsliste kontrollieren? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Fersli. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Als Wahlvorstand im normalen Wahlverfahren kontrollieren Sie Folgendes. Wann ist Ihnen der Wahlvorschlag zugegangen? Vermerken Sie Datum und Uhrzeit auf dem Wahlvorschlag und bestätigen Sie beides derjenigen Person, die Ihnen den Wahlvorschlag übergeben hat. Hat der Wahlvorschlag ein Kennwort? Falls nein, dann haben Sie ihn mit Familienname und Vorname der beiden ersten in der Liste genannten zu bezeichnen. Dann prüfen Sie als erstes Folgendes. Ist die Vorschlagsliste fristgerecht eingereicht worden? Die Bewerber, sind sie in erkennbarer Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag aufgeführt? Nochmal zu den Bewerbern. Sind die am Wahltag alle auch wirklich wählbar? Und hat die Liste genügend Unterstützer? Ergab diese erste Prüfung bis hierhin, dass ein Fehler vorliegt, handelt es sich um einen unheilbaren Mangel. Das müssen Sie als Wahlvorstand dem Listenvertreter dann noch entsprechend mitteilen. Falls aber kein Mangel nach dieser ersten Prüfung vorliegt, prüfen Sie zweitens weiter. Sind die Bewerber in dem Wahlvorschlag richtig aufgeführt, also mit Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung im Betrieb? Hat jeder Bewerber wirklich seine Zustimmung zu seiner Kandidatur schriftlich erteilt? Falls Stützunterschriften wegen doppelter Unterschrift zu streichen sind, Stichwort ist hier § 6 Absatz 5 der Wahlordnung, sind danach immer noch genügend gültige Stützunterschriften vorhanden? Falls diese zweite Prüfung einen Fehler ergab, dann ist die Liste derzeit ebenfalls ungültig. Sie leidet aber an einem Fehler, der noch geheilt werden kann. Sie als Wahlvorstand müssen daher den Listenvertreter möglichst rasch über den bzw. die entsprechenden Fehler informieren und zugleich auffordern, den Fehler binnen einer Frist von 3 Arbeitstagen zu beseitigen. Mein Name ist Dr. Matthias Fersler und wenn Sie möchten, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal. Das ist kostenlos, aber garantiert nicht umsonst.